Wisst ihr was? Unser Weihnachtswichtel Finn ist tatsächlich wieder bei uns eingezogen. Da, seht ihr? Und er hat uns heute einen Streich gespielt. Das muss ich jetzt gleich Lena sagen. Lena, Lena, Finn hat uns im Bad einen Streich gespielt. Oh, wirklich? Komm, ich zeig's dir. Da. Na, sowas. Na, der kommt ja wieder mal auf Ideen. Heute wichteln wir bei Frau Wiesel. Ich darf auf keinen Fall das Geschenk vergessen. Das ist sicher schön. Ja, ich bin schon total gespannt, wer mich gezogen hat und was ich bekomme. Ich würde heute auch gerne Geschenke bekommen. Aber ich muss noch bis Weihnachten warten. So lange noch. Also ich finde, die Zeit bis Weihnachten vergeht jetzt total schnell. Ich muss los. Mach's gut, Lena, und viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Malte! Oh, ein Geschenk? Ist das für mich? Sicher nicht. Hübsch. Gib es her, was fällt dir ein? Für wen ist das denn? Gib her, sonst geht es noch kaputt. Du bist ja vielleicht schlecht drauf. Glaub bloß nicht, dass ihr von mir nochmal im Drogeriemarkt eine kostenlose Beratung bekommt. Wie eingebildet kann man sein? Hallo, ich habe mein Wichtelgeschenk zu Hause vergessen. Ich gehe es noch schnell holen. Sag Frau Wiesel, dass ich später komme. Okay, okay. Machen wir. Typisch Lukas. Endlich machen wir eine Weihnachtsfeier. Kommt, wir lassen die Rolle hinunter. Ich habe nämlich elektrische Teelichter dabei, damit es eine Weihnachtsstimmung gibt. Au ja! Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Wiesel. Hier ist es aber dunkel. Mach die Rollläden wieder hoch, sonst schlafen wir ja noch ein. Ach nein, so ist es doch gemütlich. Dann schlafen wir eben noch eine Runde. Müde wäre ich noch. Ich finde es schöner, wenn wir uns richtig sehen können. Wir wollen doch heute die Wichtelgeschenke übergeben. Ach, jetzt habe ich die Weihnachtsmusik vergessen. Ich muss noch mal ins Lehrerzimmer. Ich bin gleich wieder da. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass Lukas später kommt. Sie hat es auch nicht bemerkt, dass er fehlt. Da bin ich wieder. Puh, bin ich jetzt gerannt. Ist Frau Wiesel etwa noch nicht da? Sie ist noch mal weggegangen. Musik holen. Oh Mann, da hätte ich mich ja jetzt gar nicht so beeilen müssen. So, ich habe nämlich extra meine Weihnachtskassette mitgebracht. Kassette? Ja, früher hatte man Musik immer auf Kassetten, wisst ihr? Zum Glück haben wir in der Schule ja noch die Kassettenrekorder. Ihr könnt schon mal einen Stuhlkreis machen. Wir müssen die Tische zur Seite schieben. Hey, passt mal auf. Entschuldigung. Frau Wiesel, was ist das denn für komische Musik? Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich hatte die Kassette jedes Jahr einwandfrei funktioniert. Ich hoffe, das Band hat sich nicht verheddert. Komisch. Oh, das kommt, glaube ich, von mir. Moment. Du hast aber kein Handy an. Nein, nein, ich habe kein Handy. Ist was anderes. Vielleicht das Geschenk. Ja, wahrscheinlich. Oh, wer das wohl bekommt? Also, setzt euch mal in den Kreis und bringt gleich eure Geschenke mit. Ich habe für euch noch einen Punsch gemacht. Und ich habe Mandarinen und Kekse dabei. Oh, danke. Wer möchte einen Punsch? Ich nehme auch einen. Gerne, danke. Wisst ihr denn schon, was ihr an Weihnachten macht? Also, wir fahren wie immer zu meiner Oma. Aber bis Silvester sind wir dann wieder da. Im Kindergarten ist Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich gehen wir erst dorthin und danach feiern wir zu Hause mit Oma und Opa. Wir auch. Wir feiern auf jeden Fall auch zu Hause. Wir gehen jedes Jahr über Weihnachten Skifahren und feiern dann dort. Wir feiern keinen Weihnachten, aber über die Ferien freue ich mich trotzdem. Das denke ich mir. Möchte jemand noch Kekse? Oh ja, gerne. Die sind lecker. Lass uns aber auch noch welche übrig. Also, dann fangen wir mit dem Wichteln an. Bestimmt seid ihr schon gespannt. Lena, du darfst anfangen. Und dann macht immer derjenige weiter, der ein Geschenk bekommen hat. Okay. Okay. Mein Geschenk ist für dich. Das ist aber weich. Hoffentlich nicht so ein komischer Weihnachtspulli. Hoffentlich gefällt es ihm überhaupt. Toll, eine Weihnachtsmütze. Danke, dann kann ich jetzt endlich bei euch mitmachen. Ja. Steht dir. Danke. Lisa, für dich. Oh, danke. Okay, also... ein Weihnachtsbuch. Vielen Dank. Das ist schön. Dann darfst du jetzt weitermachen, Lisa. Ich habe... Lara. Cool, ich bin gespannt, was du mir eingepackt hast.
Oh, es sind zwei Sachen. Ein Notizblock, wie süß. Und ein Stift. Danke, Lisa, das ist toll. Bin ich jetzt dran? Hast du mich gezogen, Lara? Ich habe Lukas gezogen. Gemein, wann komme ich endlich dran? Ich bin total gespannt, was es ist. Ein Rätselblock. Cool, ich liebe Rätsel. Den kann ich mit zu meiner Oma nehmen, dann wird mir nicht so langweilig. Jetzt bin ich dran. Wer hat mein Geschenk an den Heizkörper gelegt? Seid ihr wahnsinnig? Oh, ist da vielleicht was Süßes drin? Ich habe Sidra. Toll, endlich bin ich dran. Was ist das? Ah, wow! Eine große Packung Weihnachtsschokolade. Danke. Ich hoffe, sie ist noch nicht geschmolzen. Sowas könntest du mir auch mal spendieren, Lukas. Lecker. Gibst du mir was ab, Sidra? Warte doch erstmal, was du bekommst. Bekomme ich was von dir? Von mir bekommt Malte etwas. Danke. Was könnte das sein? Es fühlt sich ganz leicht und weich an. Es ist grün. Eine Klatschhand, wie cool. Klatschhände sind total lustig. Ups, Frau Wiesel, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Nicht schlimm, alles gut. Vielleicht probierst du das Ding aber lieber zu Hause aus. Jetzt bist du dran mit deinem Geschenk. Ja, ich habe dich, John. Cool, endlich bin ich auch mal dran. Ich hätte schwören können, Malte hat dich. Tja, da siehst du mal. Ich hab mal wieder das kleinste Päckchen. Was hast du mir eingepackt, Malte? Boah, wie cool. 5 Packungen Fußball-Sammelkarten. Danke, Malte. Das ist ein super Geschenk. Jetzt komm ich dran. Ich bin die Letzte. Ja, stimmt. Lena, für dich. Danke. Das ist ja groß. Und es hat vorhin schon so komische Geräusche gemacht. Was das wohl ist? Ein Wackelweihnachtsmann. Das ist jetzt unser neuer Schüler, Frau Wiese. Der singt uns jetzt zwischendrin immer mal wieder was vor. Oh je. Prima, dann sind wir ja gerade pünktlich fertig geworden. Stellt die Tische und Stühle bitte wieder richtig hin. Tschüss. Warte, Lukas. Das ist ja komisch. Was? Ich habe noch ein Päckchen. Das lag in meinem Schulranzen. Ist das von dir? Nein. Zeig mal. Das sieht aber schön aus. Für Lena. Erst an Weihnachten öffnen. Ich glaube, ich weiß, von wem es ist. Ihr auch? Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.